Ich habe mit Inspektor Collier über Henrys Tod gesprochen. Es war unvermeidlich, dass er so enden würde. Er war ein hoffnungsloser Fall. Was meinen Sie damit? Naja, es war nicht das erste Mal, dass diesem Mann in betrunkenem Zustand etwas zugestoßen ist. Das weiß ich deshalb so gut, weil ich ihn immer wieder nach einem Besäufnis gesund pflegen durfte. Normalerweise war es nicht so ernst. Aber nun hat er seine Trinkfestigkeit zum letzten Mal überschätzt. Es ist mir etwas peinlich, aber sehen Sie, Henry hatte etwas Wichtiges, was mir gehört. Ich habe überall danach gesucht und es nicht gefunden. Dann fiel mir ein, dass er es vielleicht bei sich trug und dass Sie... Was soll es denn eigentlich sein? Eigentlich ist es nur ein kleines Stück Papier, aber es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht fragen. Sie wollen, dass ich seine persönlichen Sachen durchsuche? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden, Doktor. Gordon, dieses Paket gehört zu den Beweismitteln. Ich kann nicht einfach etwas daraus entnehmen und Ihnen geben, solange die Ermittlungen noch andauern. Aber dieses Etwas gehört mir. Das spielt keine Rolle. Bis der Fall offiziell abgeschlossen wird, darf ich Ihnen den Inhalt nicht mal zeigen. Ich verstehe. Danke, Doktor. Wenigstens weiß ich, wo dieser verdammte Pfandschein ist. Hä? Wie wo? Achso, das heißt, er hat den... Hä? Okay. Doktor, könnten Sie vielleicht für einen Moment hinausgehen? Ich könnte meine Brieftasche auf dem Tisch vergessen, wenn Sie zurückkommen. Wie bitte? Wenn ich Ihre Familie nicht so lange kennen würde, wäre ich jetzt beleidigt. Hören Sie, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Paket muss versiegelt bleiben, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Also vergessen Sie es. Da hilft dann wohl nur Einbrechen. So, jetzt schauen wir mal. Ist sonst nix. Ich sollte klingeln. Nein, tu nicht klingeln. Ich sollte klingeln. Du bist doof. Nicht klingeln. Aufbrechen. Mach doch nicht. Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Mir ist schwindelig. Hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen und kann gut einschlafen. Psst. Nichts Interessantes. Ein menschliches Skelett, das die Halle mit starrem Blick beobachtet. Wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit. Oben sind wahrscheinlich Hermans Privaträume. Da gehe ich nicht hin. Warum nicht, du Pfeifenkopf? Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht der ehemalige Hausbesitzer. Ach, du bist doch eine Pfeife. Versteck dich irgendwo oder mach irgendwas. Oh Gott, wie krank. Aufgespießte Insekten. Eine Nachtfaltersammlung. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Arten gibt. Genauso dieses Tierteil hier, dieser Hirschkopf, finde ich genauso krank. Tja, passt mal auf. Scheibenhonig. Können wir wohl nur runtergehen. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Sie sind leer. Wie wär's mal mit Putzen? Leere Kanister für Fotoentwickler. Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst. Ha! Menschliche Muskelgruppen und Organe. Sie sind lateinisch beschriftet.
Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren. Bist ja auch doof und kannst kein Latein. Ich natürlich schon. Nicht. Ich finde Latein aber voll cool. Solange Herman zusieht, kann ich den Schlüssel nicht nehmen. Der guckt doch nett. Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren. Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen. Ich will sie nicht anfassen. Zicke, Alter. Ich weiß nicht, was drin ist, und ich will es auch nicht wissen. Balsamierungsflüssigkeit, schätze ich mal. So, haben wir jetzt alle Hotspots? Nee, da hinten ist noch irgendwo was gewesen. Nee, es war der Hermann. Nach oben gehen. Und Hermann, genau, das sind die letzten. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen. Einen Augenblick. Guck mal, die Knochensäge. Also, was führt Sie hierher? Fotos. Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja, ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Mhm. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber. Geben Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut, ich komme später wieder. Gut, hol mal eben. Alter Verwalter, ich dachte, der hat so eine richtig stilvolle Arztpraxis. Dann hat der hier so eine Kackleichenhalle, ey. Puh, ganz schön creepy. Kann ich irgendwas für Sie tun? Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Hier ist er. Danke. Danke. Wiedersehen. Okay. Ich sollte klingeln. Und der Schlüssel hängt jetzt da noch drin. Vielleicht, wenn der Herman abgelenkt ist mit seinen Fotos. Mal gucken. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie her. Ich bin unten in der... Ja, ist okay. Ist ja schon okay. So, Fotoentwickler. Bitteschön. Ich habe den Entwickler für Sie. Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor. Entweder Sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Thank you.
war's dann wohl. Kein Schlüssel für uns. So, warm hier. Hinter dem Friedhof, den haben wir ja schon ziemlich abgeschlossen. Wir können nochmal zu Williams Grab schauen, aber da war soweit eigentlich nichts Besonderes. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Oje. Alles beim Alten. Gut. Das Grab von Jeremy Gordon. Der Jeremy. Die Kirche ist abgeschlossen. Immer noch. Die Kirche ist abgeschlossen. Kommen wir da wohl nicht hinein? Schauen wir mal, was hier los ist. Haben wir eigentlich Victoria schon nach dem Foto gefragt? Oder Bates? Nee. Ich würde dich gerne. Einen Moment, bitte. Ich fühle mich nicht sehr wohl, Samuel. Bitte entschuldige mich. Ich hoffe, dass Robert meine schlechte Gesellschaft aufwiegt. In Ordnung. Ich komme später wieder. Gemeinschaftsraum. Die Frage ist jetzt irgendwas passiert? Eigentlich nicht, ne? Wir sind ja nur losgegangen. Könnten wir schauen, was der Bates inzwischen macht, aber... Immer noch am Schleifen, wie? Ja, ja. Ach so, aber wir könnten ihn mal befragen. Zum Herman vielleicht. Der ist schon sehr dubios. Bates, ich möchte kurz mit Ihnen sprechen. Ich höre, Sir. Ganz ehrlich, von dem Messer ist bald nichts mehr übrig. Ich habe einen Brief gefunden, in dem Morris von Henry beschuldigt wird, Wein aus unserem Keller zu stehlen. Wissen Sie etwas darüber? Um ehrlich zu sein, Sir, ja. Ich kann mir gut vorstellen, wer dahinter steckt. Warum haben Sie nichts gesagt? Nach dem, was passiert war, wollte ich nicht, dass Madame sich über ein paar Flaschen Wein Sorgen macht. Es gibt so viel Wein im Keller, Sir. Es scheint mir unwahrscheinlich, dass jemand ein paar Dutzend fehlender Flaschen bemerken würde. Henry schrieb in seinem Brief, Morris sei ein ehemaliger Häftling und ein Dieb. Stimmt das? Das glaube ich nicht, Sir. Morris ist ein Rüpel, aber er würde niemandem etwas antun. Er tut, was man ihm sagt. Macht seine Arbeit gut und er hat nie Schwierigkeiten gemacht. Tja, davon bin ich nicht so überzeugt, Bates. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ach so, wartet mal. Nee. Nö. Können wir dann ja noch mal schauen. Vielleicht ist er jetzt ja dann schon fertig. Sonst liegt hier nichts mehr. Nee, alles gut.
Was hat er denn im Müll verschwinden lassen? Der Deckel ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Dann ist es der Schlüssel gar nicht fürs Haus, sondern für den Müll. Obenauf liegen viele zerrissene Papiere. Jemand hat sie erst vor kurzem weggeworfen. Oh ja. Sie sind noch nicht feucht. Puzzle. Ich sehe sie mir an. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Puzzle, lasst mich puzzeln. Jemand hat ihn in Stücke gerissen. Offenbar sollte ihn niemand lesen. Ja, auch dieses Mal können wir drehen. Sieht aus wie ein W, oder? Oder ein E. Das ist lieber. Dann muss das hier ein W sein. Ansonsten wäre es eine 3, das glaube ich nicht. Lieber Henry. Sincerely? Sincerely? R. Wohin genau? Richard heißt es bestimmt. Oder Robert. Umzu. Nee, stimmt schon so. Genau. Forschung, keine Ahnung. Ah. Der ist schon drauf, gell? Blättert hier. Wühlt hier im Müll anderer Leute und baut dann die Briefe wieder zusammen, die sie verschwinden haben lassen. Ha! Ergebnisse, Forschung, das ist die obere Ecke, glaube ich. Das könnte auch die untere Ecke sein. Ja. Gehört dann dahin. Das Puzzle macht Spaß. Das ganze Spiel macht irgendwie Spaß. Warum, weiß ich nicht, aber es macht einfach Spaß. Muss man einfach so sagen. Der kommt dahin. Nicht. So. Doch, der muss da hinkommen. Ach, vielleicht ist er falsch rum. Lieber H. Meine nächste Lieferung wird bald bei Ihnen eintreffen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, alles ist glatt verlaufen. Niemand ahnt etwas und so wird es bleiben. Vergessen Sie nicht, das, was ich hier mache, dient dem Fortschritt und der Wissenschaft. Und ohne Ihre Hilfe könnte ich meine Forschung nicht weiter betreiben. Ich schicke Ihnen meine Ergebnisse wie üblich innerhalb des nächsten Monats. Ha, Herman ist wahrscheinlich der Empfänger. Aber wer versteckt sich hinter dem R? Robert. Über was für eine Sendung sprechen Sie in diesem Brief? Robert, wer sonst... Bei dem war nämlich schon mal so ein Brief. Ihr erinnert euch gleich, ich glaube, die erste oder zweite Folge war das. So. Verfaulter Müll. Darin werde ich nicht wühlen. Natürlich wirst du das nicht. Okay, der ist verschlossen. Ohne Schlüssel kann ich... Ich verliere ein Haar. Aua. Ja? Samuel Gordon, ich muss mit... Ja, ich bin unten. Natürlich bist du unten. Der Ventilator, okay. Die Luft hier ist mit einem seltsamen Geruch behaftet. Die langsamen Flügel des Ventilators schaffen kaum frische Luft. Balsamierungsflüssigkeit. Jetzt ist er immer noch nicht abgelenkt. Solange Herman zusieht. Müssen wir ihn ablenken.
Weiter kann ich nicht gehen, sonst sieht mich Herman. Achso, der sieht ihn jetzt natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich meine, wie denn auch? Er steht ja nur genau vor ihm. Weiter kann ich nicht gehen, sonst sieht mich Herman. Solange Herman... Verdammt! Ich habe eine Frage an Sie, Dr. Herman. Schießen Sie los, Gordon. Wie lange dauert's noch? Haben Sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen Sie später wieder. Wann ist später? Mal hier noch irgendwo rumstreunern. Nee, da hinten ist zwar eine Tür, aber die können wir nicht betreten. Hier ist dicht, hier ist dicht. Black Mirror. Wie aus irgendeinem Grund ist sich Samuel jetzt ja sicher, dass die Fotos... Nein, dass der Pfandschein bei den Sachen vom Henry... Dass der Pfandschein bei den Sachen vom Henry dabei ist. Victoria redet nicht mit uns. Vielleicht können wir Robert auf den Brief ansprechen. Vielleicht kann man mit dem Brief die Tür anklicken oder sowas. Ich dachte erst, die Bediensteten hadern da irgendwie hin und her mit diesem Briefchen, weil hier in der Zeitung war schon mal so ein Brief. Aber vielleicht ist es auch der Robert. Wir haben uns schon alles gesagt, was zu sagen war. Finde ich nicht, aber okay, du machst eh, was du willst. Können wir pennen? Keine Ahnung. Nee, der ist ja gerade aufgestanden. Der kann ja eigentlich nicht schon wieder schlafen gehen. Ich glaube, wir können das Bett auch gar nicht benutzen. Soll man Henry nochmal anschreien, warum er den Brunnen noch nicht zugenagelt hat? Ich gebe zu, ich hänge ein wenig fest. Habt ihr eine Idee, Freunde, wo es weitergehen könnte? Sind wir 23 Minuten. Es wird eh mal Zeit für eine kleine Aufnahmepause und ein Stückchen Kaffee. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und ich suche bei einer Tasse Kaffee ein wenig Off-Cam herum. Und schau mal, ob ich was finden kann. Oh, ich würde sofort mit so einem Pferd durch die Gegend reiten. Ich habe ihm nichts zu sagen. Natürlich. Okay, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.